Auf der Suche nach den Winterpilzen komme ich hier an einem Holunderbusch vorbei. Besser gesagt, ein abgebrochener Holunderast. An dem finde ich hier, wie man sieht, einige Judasohren. Und hier gibt es noch mehr Holunderbüsche mit abgestorbenen Ästen. Und da werde ich jetzt mal genauer hinschauen und mitnehmen, was die Natur so bietet. Judasohren, habe ich ja schon Filme drüber gemacht. Das sind gute Speisepilze. Man sagt auch, dass sie Heilpilze sind. Werden in der chinesischen Küche sehr geschätzt. Und ja, sie sind da bekannt als Mu-Erdpilze. Da nehme ich hier mal noch ein paar mit. Das sind noch ganz junge. Die ganz kleinen lasse ich wachsen. Vielleicht in 1-2 Wochen haben sie die richtige Größe. Hier haben wir vertrocknete. Aber da oben, der sieht noch gut aus. Hier habe ich noch ein paar kleine gefunden. Die lasse ich jetzt aber ein bisschen wachsen. In 1-2 Wochen dürften die gut sein. Die Niederschläge der letzten Tage haben dem Pilzwachstum einen kleinen Dienst erwiesen. So konnte ich jetzt hier einige ganz frische Judasohren Anfang Dezember finden. An meiner altbekannten Stelle, wo ich immer Samtfußrüblinge bis jetzt gefunden habe, sehe ich hier jede Menge davon. Die kann ich auch gleich einsammeln. Ich nehme aber nur die größeren mit, die anderen verdecke ich wieder. Lass sie noch wachsen eine Woche. Ich habe jetzt ein Glas dabei, keinen Korb. Da kommen die jetzt rein. Zu und weiter. Seht ihr das? Das ist hier übersät. Schaut euch das mal an. Und das geht hier unten noch weiter. Hier kann ich echt einsammeln. Das tue ich jetzt auch. Noch vor einer Woche war hier so gut wie kein Judasohr zu finden. Und jetzt schaut mal, was hier wächst. Da ist auch klar, warum das Judasohr heißt. Und hier guck mal, da unten. Ganz große. Guckt euch das mal an. Alles Judasohren. Anfang Dezember ist es sogar noch denkbar, dass man den falschen Pfifferling findet. Ich sammle den nicht zu Speisezwecken,
Er ist ein hübscher Pilz und ich lasse ihn einfach stehen. Hier am Stumpf eines Laubbaumes wachsen hier diese zwei Exemplare. Und weiter oben im Stumpf, da befindet sich die gehörende Holzkeule. Die zeige ich euch auch nochmal. Hier sieht man die gehörende Holzkeule. Unter den Blättern sind hier auch noch ein paar Exemplare. Ein bizarr anmutender Pilz. Dieser kleine Geselle ist einfach viel zu klein, als dass man ihn für Speisezwecke heranziehen würde. Wie er heißt, weiß ich nicht. Aber auch ein hübscher kleiner Pilz. Genau, nicht besser. Ja, liebe Pilzfreunde, hier an der Stelle endet jetzt die Pilztour zum Thema Winterpilze Anfang Dezember. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich konnte ein paar Pilze zeigen, die jetzt typisch sind für diese Jahreszeit. Das waren die Muerdpilze oder auch Judasohren genannt. Und ich konnte einige Samtfußrüblinge finden. Leider konnte ich keine Austernseitlinge finden. Kommt vielleicht noch später, denn das ist auch ein typischer Winterpilz, der Frost braucht. Also kommt nach dem Frost, nach dem ersten Frost kommt er meistens. Ich habe ihn hier leider noch nicht gesehen. Vielleicht bei der nächsten Gelegenheit. Jetzt bin ich doch schon auf dem Heimweg und habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich noch irgendetwas finde. Und durch Zufall finde ich jetzt hier einen Semmelstoppelpilz. Der passt auch ganz gut in die Jahreszeit. Ist ein sehr, sehr guter Speisepilz. Den zeige ich euch jetzt nochmal. Den nehme ich nämlich auch mit. Hier kann man diesen Pilz von der Unterseite sehen und man erkennt hier deutlich diese Stoppeln. Ja, und die typische Hutfarbe ist so, ja, bräunlich. Wahrscheinlich hat er auch daher seinen Namen Semmelstoppelpilz. Ja, immer einen sehr kurzen Stiel und er ist noch schön fest, recht groß. Gute Ausbeute. Sehr schön. Der landet natürlich im Sammelkorb. Oder besser gesagt in meiner Stofftasche.